Liebe Miriam, ich kann dir nicht versprechen, dass niemals dunkle Wolken über unserem Leben schweben werden, aber dass die Zukunft mit Regenbogen besprüht ist. Ich kann dir nicht versprechen, dass morgen perfekt wird oder dass das Leben einfach wird. Was ich dir versprechen kann, ist meine ewige Zuneigung, meine Loyalität, mein Respekt, meine bedingungslose Liebe, mein Leben lang. Ich kann dir versprechen, dass ich immer für dich da sein werde, um dir zuzuhören, deine Hand zu halten und dass ich immer mein Bestes geben werde. Ich liebe dich, mein Schatz. Lieber Ian, heute gebe ich mich dir mit unserer Hochzeit. Ich verspreche, dich zu ermutigen und inspirieren, mit dir zu lachen und dich zu trösten in Zeiten voller Sorgen und Unsicherheiten. Ich verspreche, dich zu lieben, in guten wie in schlechten Zeiten, wenn das Leben leicht scheint, vor allem, wenn es schwer scheint. Wenn unsere Liebe einfach ist und wenn sie eine Herausforderung ist. Ich verspreche, dich zu ehren und dich immer zu respektieren. All dies verspreche ich dir heute und für alle Tage unseres Lebens. Ich liebe dich. Mein Respekt, super gemacht. So, dann frage ich dich, Miriam Zitu. Möchtest du mit dem hier Anwesenden Ian Marvin Bergmann die Ehe eingehen? So antworte bitte mit Ja. Ja. Dann frage ich dich, Herr Ian Marvin Bergmann. Möchtest du mit der hier Anwesenden Miriam Zitu die Ehe eingehen? So antworte bitte auch mit Ja. Ja. Schön, dann habt ihr beide meine Frage mit Ja beantwortet. Dann darf ich als Standesbeamtin förmlich feststellen, dass ihr fortan kraftgesetztes, rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Meine herzlichen Glückwünsche. Genau, jetzt dürft ihr die Ringe wechseln.